Ich wusste, dass mit dieser Statue irgendwas nicht stimmt, schon beim ersten Mal. Oh Gott. Bitte sag mir, dass du einfach abhaust und das kein Bosskampf ist. Der Verbannte. Hi. Oh Gott. Er hat das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt musst du erst dafür sorgen, dass er nicht aus dem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Okay, wenn er den Tempel nicht erreichen darf, fliegen wir erstmal hoch. Das ist vielleicht ein bisschen sehr hoch. Muss ich auf ihm landen oder so? Das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich wollte. Was muss ich tun? Ich tippe mal auf seine Schnauze. Lass mich bitte mal. Patsch. Da landen, genau. Was zur Hölle treibt der da? Bin ich? Wo ist er? Das ist... Richtet er sich? Ja, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Wahrscheinlich muss ich das noch ein paar Mal machen. Mein einziges Problem ist, ich komme nicht mehr auf ihn drauf. Auf jeden Fall nicht so wie gerade. Ganz toll. Jetzt weiß ich auch, warum hier die ganzen Dinger rumliegen. Ich muss hoch. Ist das von oben noch geschlagen? Oh Gott. Bitte sei erstmal wieder gebannt. Was auch immer. Ja. Wow. Heidi, das ist, glaube ich, nicht so gut. Oder wird er wieder runter? Okay, wird, glaube ich, erstmal wieder festgesetzt. Ja.
Das sind doch Symbole auf dem Stein, die kenne ich. Los, Link. Lege den Himmelsschrei auf den Siegelstein, schnell. Ich beeil mich ja. Dankeschön. Okay. Der ist erstmal gebannt. Dankeschön. Das war ich nicht. Wow. Hoffentlich hält das Siegel ein bisschen länger. Sehr gut, Link. Auch wenn er gerade erst erwacht war, ist es beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer wieder versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir aufgelegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Link, es gibt viel zu bereden. Okay, das wird dann doch noch ein bisschen länger, wie ich gedacht hätte. Naja. Das hättest du nicht geschafft, ne? Ich glaube, der sieht es jetzt auch ein. Das tolle blinkende Symbol, dass man irgendwie fast leer ist, ist super. Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere und sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, muss dein Schwert und du noch an der Stärke gewinnen. Der Wald von Ferrore, der Vulkan Eldin, die Wüste Ranele. Du musst dir an diesen Orten verborgene heiligen Flammen finden und dein Schwert, jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die besondere zusätzliche Kraft. Er benötigt ja nicht besonders auch. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise. Mache dich auf der Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Liedes kennt. Zelda kennt ihn. Weh, das zuzugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell, du wirst sehen. Auch du kannst hast eine Aufgabe zu erfüllen. Er wird noch wiederkommen und nützlich werden. Ich glaub dran. Geh nun, Link, um Zelda zu retten, musst du dein Schicksal vertrauen. Okay. Der
Hymne der Göttin, ich vermute, dass es sich um das Lied handelt, das Zelda am Tag der Wolkenreiterzeremonie vorgetragen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Ritterschule nähere Informationen zum Text des Liedes hat, liegt bei 85%. Und ich würde sagen. Ich wollte gerade sagen, wir kommen hier nicht mehr raus. Ich werde hier speichern. Bei der Statue hier oben. Achso, noch eine kleine Katze. Nehmen wir auch noch mit. Warum nicht? Na. Nichts habe ich zu tun können. Einfach gar nichts. Ja. Mein Gott, du musst jetzt nicht beleidigt sein. Wie? Was? Ich bin einfach zu nichts zu gebrauchen. Ach doch, du wärst vielleicht zu was zu gebrauchen. Zum Beispiel könntest du Käfer sammeln. Verdammt. Ja. Der Weg hier ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ist der jetzt nur für den Bosskampf da gewesen, oder? Hä? Moment, was ist das denn hier? Was ist das da? Egal. Ich würde mal sagen, kann ich da hinten hochklettern? Ich weiß es gerade nicht, ich flitze jetzt mal hier rund. Und hoffe, dass ich hier zur Speicherstatue komme. Den Gag finde ich gut. Ich probiere mal was. Du da, schieß mich hoch. Autsch. Schon verstanden. Okay, dann halt du da hinten, schieß mich hoch. Hä, Moment, was ist das da für ein Stein? Da kommt meine Neugier wieder raus. Ich glaube zwar nicht, dass da was ist, aber. Okay, und wieder. So. Hä? Oh, ich komme gar nicht darauf zu. Na, ist ja gut. Das war jetzt dumm. Ja, ich mache wieder ganz episch das Tor auf. Okay, jetzt möchte ich aber hier nicht mehr speichern. Ich bin dumm. Da steht doch eine Speicherstatue. Ist da oben jetzt eigentlich noch irgendwas hier? Huch, was ist das denn da hinten dran? Da. Was ist das? Kann ich näher rangucken, aber was ist dahinter für ein Kristall? Egal, ich muss nur sagen, ich mache hier Schluss und bin jetzt beim nächsten Mal wieder bei Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.